Es war ein gewöhnlicher Tag in der belebten Stadt, als zwei obdachlose Welpen auf der Suche nach Nahrung und Geborgenheit durch die Straßen streiften. Diese beiden Welpen waren vollkommen auf sich allein gestellt und kämpften jeden Tag ums Überleben. Sie waren dreckig, hungrig und ängstlich und niemand schien sie zu beachten. Doch eines Tages geschah etwas Außergewöhnliches. Ein buddhistischer Mönch, der regelmäßig durch die Straßen von Ho Chi Minh City wanderte, sah die beiden verängstigten Welpen. Sein Herz füllte sich mit Mitgefühl, als er ihre bedrückende Situation erkannte. Ohne zu zögern, beschloss er, die beiden Welpen mitzunehmen und ihnen Unterschlupf im nahegelegenen Tempel zu bieten. Die beiden Welpen, die sich anfangs vor dem Mönch fürchteten, spürten jedoch sofort, dass er ihnen Gutes wollte. Der ältere Welpe, der größer und stärker war, nahm den jüngeren Welpen unter seine Fittiche. Er schien instinktiv zu wissen, dass sein kleiner Freund Schutz und Trost brauchte. Seitdem sind die beiden Welpen unzertrennlich. Sie verbringen jede Minute miteinander, spielen, erkunden und kuscheln sich aneinander, um sich gegenseitig Wärme und Sicherheit zu geben. Der ältere Welpe hat die Rolle eines Beschützers übernommen und hält seinen jüngeren Freund liebevoll in seinen Armen. Es ist offensichtlich, dass diese beiden Welpen viel durchgemacht haben, während sie auf den gefährlichen Straßen von Ho Chi Minh City umherirrten. Ihre anfängliche Angst und Verletzlichkeit sprechen Bände über die Entbehrungen, die sie erlebt haben müssen. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, dass sie jetzt in guten Händen sind. Die buddhistischen Mönche im Tempel kümmern sich liebevoll um sie, geben ihnen Nahrung, Geborgenheit und vor allem Liebe. Mit jedem Tag werden die beiden Welpen selbstbewusster und beginnen, sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Der ältere Welpe, der einst so besorgt um seinen kleinen Freund war, entspannt sich zunehmend, weil er endlich jemanden hat, der sich genauso liebevoll um ihn kümmert. Diese herzerwärmende Geschichte von Rettung und Freundschaft zeigt, wie Mitgefühl und Güte das Leben von Tieren verändern können. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, teilen Sie sie gerne mit Ihren Freunden. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und laden Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Tiergeschichten zu entdecken. Vergessen Sie nicht, uns ein Like zu geben und Ihre Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Schaut euch unbedingt diese Videos an. Ihr werdet nicht glauben, was da passiert.